Warum reicht uns oftmals in gewissen Dingen der Atem gerade mal für 8 bis 12 Wochen? 8 bis 12 Wochen. Ich habe betont in manchen Dingen. Im Business kommen die wenigsten Menschen darauf, ein Business aus dem Boden herauszustampfen innerhalb von 8 bis 12 Wochen. Wenn, dann sind sie größtenwahnsinnig. Und in seltensten Fällen kann es funktionieren. Aber wenn es darum geht, dass wir in unsere Gesundheit investieren, wenn es darum geht, dass wir regelmäßig Sport machen, uns gesund ernähren, gut schlafen gehen, so achtsam sind, auch mal kurze Auszeiten jeden Tag haben, ein bisschen Rücksicht auf uns nehmen, da reicht uns der Atem gerade mal für 8 bis 12 Wochen. Was steckt denn eigentlich da dahinter? Was steckt da dahinter? Und da habe ich ein paar Punkte in den letzten 30 Jahren herausgefunden, die dazu beitragen, dass zum Beispiel solche hirnverbrannten 6, 8 bis 10 bis 12 Wochen Programme funktionieren. Ja, momentan ist der Hype vorbei, dieses 6, 8, 10, I make you krass, was weiß ich was. Es ist vorbei. Also die Hochzeiten sind durch, es gibt immer noch so ein paar, die es versuchen, aber es hat sich natürlich herumgesprochen, dass es nur verbrannte Erde hinterlässt und dass da ganz viele Menschen darunter leiden und sogar zum Teil Essstörungen davon bekommen haben. Aber was steckt denn dahinter? Was steckt dahinter, dass solche Dinge, dass uns in dem Bereich es nicht gelingt, einen langen Atem zu haben? Und da gibt es die Nummer 1. Die Nummer 1 ist für mich eine unrealistische Forderung. Eine unrealistische Forderung, eine mit der Realität nicht vereinbare Forderung. Was steckt dahinter? Bei 8 bis 12 Wochen zum Beispiel. Ein Mensch guckt sich so ein Programm und sagt, yes, ich will anfangen. Endlich habe ich die Schnauze voll. Ich mache ein 8-Wochen-Programm, I make you schlank, sexy, bla bla bla. Ja, er hat aber davor 20 Jahre lang Mist betrieben und hat tatsächlich 25 Kilo zu viel. Also eine ordentliche Wampe, schönes Doppelkinn, die Ärmchen hängen runter, der Hintern ist zu groß und hinten noch solche schöne Flanken. Ja, und er nimmt sich vor, in 8 bis 12 Wochen oder in 8 Wochen muss alles wieder passen. Ist diese Forderung mit der Realität vereinbar? Nein, ist sie nicht. Weil was man in 20 Jahren draufgefressen hat, kann man nicht in 8 Wochen wieder revidieren. Das geht nicht. Dann werden da noch Bilder angeguckt von so einem Testimonial. Boah, so will ich auch aussehen. So, und jetzt ist diese unrealistische Forderung an sich selbst und ans Ergebnis mit der Realität nicht vereinbar. Was passiert? Richtig, wir machen das Ganze und stellen dann fest, hat nicht funktioniert. Okay, der Atem ist weg. Der Atem ist weg. Das ist Nummer 1, dass wir oftmals völlig falsche Vorstellungen haben, was wir tun müssen, überhaupt das Ziel zu erreichen und vor allem, welchen zeitlichen Aufwand wir tatsächlich brauchen. Und wenn das falsch eingeschätzt wird, was natürlich auch oft provoziert wird, weil natürlich die Werbung immer so ausgerichtet ist, dass wir natürlich das hören, was wir hören möchten, dann führt das natürlich zu einer Demotivation. Ja, nach 5 Wochen auf die Waage scheißen, erst 3 Kilo runter. Schaffe ich nie, höre ich auf. So einfach kann es sein. Das Zweite, warum uns der Atem nicht reicht, ist zwischenzeitlich diese Ungeduld. Der Mensch, also ich kann mich noch erinnern, wo ich mal früher ins Fitnessstudio, das war vor 30 Jahren, ins Fitnessstudio, da war ganz klar, damit der Bizeps einigermaßen noch was aussieht, damit man so die ersten Auswirkungen sieht von diesem Sport, also unter 2 Jahre hat da keiner gedacht, das war normal. Heute ist es so, dass natürlich die meisten denken, das ist in 8 bis 10 Wochen passiert. Natürlich, klar, sind Fehlinformationen, Marketing mit unter anderem nicht dafür schuld, dass es passiert, aber unsere Naivität ist auch mit schuld. Also, das Zweite ist einfach auch Ungeduld.
Das dritte. Ist, es fehlt vielen Menschen der Wille. Mit was das alles zusammenhängt, da sind bestimmt ganz viele Hintergründe dafür da, dass es uns sehr gut geht, dass wir uns für viele Dinge immer groß anstrengen müssen, dass wir zum Teil Dinge ganz einfach erreichen können und dadurch entsteht natürlich auch eine Ungeduld. Diese Ungeduld wird natürlich auch provoziert, ganz klar, über das Marketing, über Verkauf, wird suggeriert, dass alles einfach ist, man alles relativ einfach haben kann, dass man sich letztendlich nicht groß anstrengen muss und sogar mit viel Zeitersparnis wahnsinnig viel erreichen kann. Und somit ist auch hier der Parameter, dass wir sozusagen keinen Power mehr haben, keinen langfristigen Power, dass wir keinen Biss mehr haben, dass wir ja letztendlich auch verwöhnt sind, verwöhnt von Medien, von allem drum und dran, von vielen Dingen, die es uns einfach machen, die sagen, ja gut, du hast es jetzt schwer, du hast einfach, du kannst das alles ganz leicht erreichen, du musst nur ein paar Kleinigkeiten machen und dann wirst du schon ankommen, das ist in unseren Köpfen verankert. Und schon haben wir jetzt schon mal drei Dinge, die dazu beitragen, dass wir letztendlich ja, keinen längeren Atem haben, wie 8, 10 oder 12 Wochen. Es gibt noch die Nummer 4. Und die Nummer 4 ist tatsächlich immer das sogenannte Sparen. Der menschliche Organismus ist von Natur aus ausgelegt, immer irgendwie Energie zu sparen. Warum? Unsere Gene rennen noch im Wald rum, sind noch Neandertaler, haben keine Zähne mehr im Gesicht, haben Felljacken an und haben eine komische Sprache. Gut, und die wissen natürlich nicht, dass wir Energie frei zur Verfügung haben. Und somit läuft auch bei jedem Menschen der Energierechner durch und sagt, ja gut, für 8 Wochen, das schaffe ich. 8 Wochen ist absehbar. 8 Wochen ist 1. 2. Januar, bis nach Fasching habe ich das durch. Energiesparer, denn im 3. Monat, 4. Monat, 5. Monat, 6. Monat, nie im Leben kriegen wir das hin. Das könnt ihr komplett vergessen, wird nicht funktionieren. Das ist in unseren Köpfen so geprägt, dass wir den Atem haben, für eine gewisse Zeitspanne gegenüber uns selber durchzusetzen. Disziplin zu haben, länger wie 18 und 12 Wochen, ist erschöpfend für die meisten Menschen. Warum? Weil natürlich auch solche Vorhaben, die wir da vorhaben, die für unsere Gesundheit erträglich sind, weil die natürlich auch letztendlich energetisch aufwendig sein werden und wir wollen keine Energie verschwenden. Das reicht nicht länger bis 8 bis 10 bis 12 Wochen, kriegt man nicht hin, denn Disziplin ist tatsächlich für viele Menschen anstrengend. Warum? Weil sie das Vorhaben auch als hochdisziplinarisch einstufen. Das heißt, in unserem Gehirn ist es ja verankert, und zwar krass verankert, dass es eine brutal schwere Arbeit ist, sich gesund zu ernähren. Dass es extrem anstrengend ist, 3 Mal in der Woche 45 bis 60 Minuten Sport zu machen. Dass es furchtbar ist, abends rechtzeitig ins Bett zu gehen, weil dann erlebe ich ja nichts mehr vom Tag. Das heißt, ich habe schon in meinem Gehirn Glaubenssätze verankert, die dafür sorgen, dass ich never es länger aushalten werde wie 12 Wochen. Das ist schon Grundprogramm. In anderen Vorhaben, im Businessbereich, würde nie jemand auf die Idee kommen und sagen, ja, nach 8 Wochen, 10 oder 12 Wochen habe ich eine perfekte Firma. Nach 8 bis 10, 12 Wochen verdiene ich ein Schweinegeld. Da würde nie jemand auf die Idee kommen. Da investieren wir auch gerne viel länger rein. Warum? Weil es monetär natürlich direkt spürbar ist. Da gibt es Kohle, da kommt Kohle rein, da werde ich Kohle am Anfang sowieso nicht, aber ich werde Kohle bekommen. Ich werde mein Ansehen anheben, die Bewertung, ich werde von anderen Menschen als besonders angesehen, weil ich viel Geld verdiene, weil ich in der Gesellschaft oben schwimme. Da ist Atem da. Aber wenn es, sobald es darum geht, um die Gesundheit, sobald es darum geht, in seine Gesundheit zu investieren, sobald es darum geht, sich gesund zu ernähren, sich regelmäßig zu bewegen, gut zu schlafen,
Ein bisschen Achtsamkeitstraining, 2x5 bis 10 Minuten am Tag. Da reicht der Atem nicht länger wie 12 Wochen. Maximal, absolut maximal. Viele kacken schon nach 4 Wochen ab. Die haben eine riesen Vorstellung, was sie alles machen werden, wie schnell es passieren wird. Und dann, bei der ersten Chance, sind sie weg. Ein ganz großer Anteil, bei der ersten Chance sind sie weg. Und hinten dran stecken tatsächlich diese Dinge hier. Und auch natürlich, was fehlt noch? Menschen, die nur so lang den Atem haben, ist Nummer 5. Keine große Wertschätzung an sich selbst, an ihre Gesundheit. Da haben wir noch was. Das auch natürlich trägt auch dazu bei. Ein schwaches Warum ist auch mit dabei. Warum? Ein starkes Warum kennt keine Zeit. Ein starkes Warum zählt nicht die Tage und auch nicht die Wochen und auch die Jahre, sondern ein starkes Warum ist da. Ein starkes Warum ist ganz innen tief verankert in unserem Sein oder Nichtsein. Und ein Warum kennt keine Zeit. Ein Warum kennt keine 6, 8 oder 10 Wochen Programme. Und genau das sind die Faktoren, warum viele Menschen nicht den Atem haben, länger durchzuhalten, wenn es darum geht, in die eigene Gesundheit zu investieren, in die gesunde Zukunft zu investieren, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, und zwar Verantwortung bis ins hohe Alter. Und das ist sehr, sehr schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Und ich glaube, wenn Menschen daran arbeiten, ihre unrealistische Forderung rauszunehmen, eben nicht zu naiv sind, alles glauben, was in den Medien geschrieben wird und was in der Werbung geschrieben wird. Wenn wir die Ungeduld rausnehmen und wissen, dass wir natürlich ein gewisses Grundinvestment an Zeit betreiben müssen. Wenn wir uns dieses rausnehmen, dass wir alles geschenkt bekommen. Wenn wir wissen, dass der menschliche Organismus ein Sparmodus ist und dass es eben energetisch aufwendig ist, dann tut es auch nicht mehr weh, dann müssen wir nicht mehr sparen. Wenn uns klar ist, dass unsere Wertschätzung höher sein sollte, wenn wir daran arbeiten, dass wir einen ganz hohen Wert haben, weil wir natürlich ein Mensch sind, der auch für andere Verantwortung hat, für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Familie, für unsere Firma. Wenn die Wertschätzung größer wird, uns selber und unsere Gesundheit. Wenn wir unser Warum stärken, wenn das Warum nicht nur der Spiegel ist, der Warum nicht nur die Waage ist, das Warum nicht nur die Bewertung ist, dass andere uns gut finden. Sondern das Warum extrem stark ist, weil es unsere Gesundheit betrifft, weil es unsere Zukunft, unsere gesunde Zukunft betrifft. Wenn das eintritt, wenn diese Punkte alle eintreten, dann können wir Folgendes machen. Dann streichen wir die 8 bis 12 Wochen durch und wir haben einen gesunden Lifestyle und wir haben eine gesunde Routine. Und die können wir dann ohne Probleme, ohne darüber nachzudenken, bis an unser Lebensende verfolgen. Und auch hier gibt es wieder einen kleinen Spruch dazu, den ich zwischenzeitlich sehr liebe. Und der heißt, tu es einfach. Das war's. Andreas Trienbacher, Mr. T, wünscht euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, yes, das ist echt geil, da brauche ich noch mehr Infos, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Ihr müsst einfach in den Shownotes reingehen. Ihr findet überall meinen Kontakt. Wenn ihr bei Google Andreas Trienbacher eingebt, werdet ihr von 150 Seiten konfrontiert, mich zu kontaktieren. Ich danke euch. Macht's gut, bis bald. Ciao, bye bye.